Lassen Sie mich bitte, bevor ich unseren heutigen Gast vorstelle, Dietrich Dietrichsen, in zwei Sätzen eine kleine Bilanz versuchen. Ich denke, diese einzigartige Reihe, die uns kaum oder auch nie gesehene Filme Warhols präsentiert und einschlägige Spezialisten zu Wort kommen lässt, hat eine große Einheit erzeugt. Immer wieder bestätigt durch den erfreulich zahlreichen Besuch dieser Veranstaltung. Einigkeit darüber, dass wir es, wie im Ankündigungstext der Reihe postuliert, mit einem hochbedeutsamen, wenn nicht dem bedeutsamen Teil von Andy Warhols Werk zu tun haben, der ja vor allem durch seine Malerei und seine Siebdrucke bekannt geworden ist. Diese Einigkeit über die künstlerische Qualität und immer noch provozierende Radikalität seines filmischen Œuvres ist umso produktiver, als sie keineswegs eine Einigkeit über Deutungsperspektiven und Bewertungsmaßstäbe erlaubt, impliziert. Diese Uneinigkeit in Hinsicht erlauben vielleicht schon, aber sie ist nicht sozusagen den bisherigen Vorträgen inhärent gewesen. Diese Uneinigkeit in Hinsicht der Parameter, die bei der Analyse, Interpretation oder Kommentierung der Filme Warhols greifen, ist als ein Forschungsauftrag und Reflexionsanregung an die versammelte studentische und auch nicht studentische Zuhörer- und Zuschauerschaft zu verstehen. Aus meiner Sicht stehen sich zwei nicht ohne weiteres vereinbare Perspektiven gegenüber, die jeweils ein anderes Ausgangsmaterial voraussetzen. Die erste, hier von Henning Engelke zur Eröffnung präsentierte, integriert Warhols Filmarbeiten in seine frühen und parallel zur Filmproduktion weiterverfolgte Arbeit als bildender Künstler. Die avantgardistische Selbstkritik des Mediums Bild ist hier der Ausgangspunkt. Die zweite, von Max Siegel und Douglas Crimp eingenommene Perspektive, beschreibt zwar auch formale Qualitäten, ihr Ausgangspunkt ist jedoch ein anderer. Warhol als Filmemacher gewinnt seine Wichtigkeit und seine subversive Kraft auch unabhängig vom Medium Bild als Protagonist einer queeren Gegenkultur. Dass diese Ansätze nicht, wie man vielleicht vorschlagen möchte, kompatibel sind, wird mit Blick auf den jeweiligen Status des durchaus von beiden Standorten aus verteidigten widerständigen Potenzials von Warhols Kino deutlich. Die erstgenannte Position bindet diese kritische Kraft an ein reflexives Potenzial der künstlerischen Form, an das Durcharbeiten des Materials, das die Gattungen der Malerei, des Siebdrucks und des Films jeweils historisch bereitstellten. Auf der anderen Seite ist Dissidenz gegenüber den herrschenden Verhältnissen an den Kodex einer sozialen oder sexuellen Minderheit gebunden, die Warhol fast ausschließlich in seinen Filmen thematisiert. Die gegenkulturelle Minigesellschaft der Factory ist demnach selbst Träger der ästhetischen Form und ihrer revolutionären Verheißung, nicht das universale historische Medium des Bildes. Im ersten Fall ist die Medienspezifik und die ihr eingeschriebene Herrschaftsideologie Gegenstand. Im zweiten Fall geht es nicht um Negation, sondern um den positiven Ausdruck einer subkulturellen Gruppierung, die gemäß poststrukturalistischer Philosophie als das einzig verbliebene Subjekt einer gewissermaßen permanent wirksamen Revolution zu gelten hat. Die queere Subkultur ist freilich nur eine der von Warhol aufgerufenen bohèmeartigen Szenen der 60er Jahre. Dass in der Popmusik auf die Warhols multimediale Kunst ebenso ausgriff und die heute mit Hedy und Velvet Underground auch auf dem Programm steht, eine befreiende Erfahrung von existenzieller Ganzheit, zumindest in ihrer heroischen Zeit der 1960er und 70er Jahre möglich war, und dass diese prägende Erfahrung dem Fan eines bestimmten Musikstils eine antiautoritäre Sozialisation ermöglichte, die sich mit mannigfachen politischen Emanzipationsbewegungen verband, ist eine Kernthese des kürzlich erschienenen Buchs über Popmusik von Dietrich Dietrichsen. Und damit komme ich zur Vorstellung unseres heutigen Gastes, mit dem wieder ein großer Name in unserer Reihe vertreten ist. Dietrich Dietrichsen ist einer der bedeutendsten Kenner und Theoretiker der Popmusik und der massenkulturellen Ästhetik generell. Er setzt sich aber ebenso mit der Gegenwartskunst auseinander. Er arbeitet zum Beispiel derzeit an einer Monographie über Martin Kippenberger. Und er hat auch als Kurator gearbeitet, also selber Ausstellungen organisiert.
Seit 2006 ist er Professor für Gegenwartskunst an der Akademie der Bildenden Künste Wien. Das erwähnte Buch über Popmusik verarbeitet seine rund 30-jährige Erfahrung als Musikkritiker, die hier zu einer geschlossenen kulturtheoretischen Reflexion komprimiert ist. Diederichsens Biografie ist zunächst durch den Entschluss geprägt worden, eine akademische Karriere zugunsten einer journalistischen Tätigkeit abzubrechen. Er arbeitete für die Musikzeitschrift Sounds und war mehrere Jahre Chefredakteur der Musik- und Popkulturzeitschrift Spex. Anfang der 1990er Jahre wechselte er dann wieder auf das akademische Terrain, lehrte an zahlreichen deutschen und auch amerikanischen Universitäten, bis er dem Ruf an die Akademie in Wien folgte. Auch am Städel hat er gelehrt. Seine Produktivität als Autor ist immens. Eine Fülle von Artikeln in den verschiedensten Zeitschriften und Zeitungen liegt vor. Er hat veröffentlicht in den besagten Musikzeitschriften, aber auch konkret in Zeitungen, in Lifestyle-Magazinen wie Tempo und Wiener, aber auch in Taz, Zeit und Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Es liegen auch eine Vielzahl von Büchern vor, deren erstes Sexbeat heißt und seinen Ruf als Theoretiker der sogenannten Pop-Linken etablierte. Weitere Buchtitel sind Freiheit macht arm, das Leben nach Rock'n'Roll 1990 bis 93, im Jahr 1993 erschienen, Der lange Weg nach Mitte, Der Sound und die Stadt 1999, Musikzimmer, Avantgarde und Alltag von 2005, Kritik des Auges, das war ein Band der Texte zur Kunst von 2008. Diederichsen ist nicht bekannt dafür, die Komplexität seiner alltagskulturellen Gegenstände, zu denen übrigens auch das Format der Fernsehserie gehört, zu unterschätzen. Seine immer witzig pointierte Verschmelzung einer stupenden Szene und Materialkenntnis, einer immer aus eigener Erfahrung schöpfender und vor subjektiven Geschmacksäußerungen keineswegs zurückschreckende Argumentation mit soziologischer und philosophischer Theorie löste immer wieder ambivalente Begeisterung aus. Markus Peichel vom Spiegel nannte ihn einst einen Buchhalter, aber auch einen lebenden Mythos der deutschen Subkultur. Die Band Saalschütz sang, ich zitiere, Diederichsen, wir lieben dich, aber deine Bücher verstehen wir nicht. Sie sind so introvertiert und originell. Wir kaufen sie und stellen sie ins Büchergestell. Zitat Ende. Dies ist in einer enthusiastischen Rezension zu Diederichsens neuem Buch zu lesen und darf deshalb hier ebenfalls im Sinne einer Anpreisung wiedergegeben werden. Das Buch enthält zum Beispiel auch die Beobachtung, dass die Popmusik in den 50er Jahren als kulturelles Format das Kino abgelöst hat und dabei nicht wie dieses an ein bestimmtes Trägermedium gebunden ist. Denn für Diederich Diederichsen ist Popmusik nicht eigentlich Musik, es hat wenig mit Musik zu tun, sondern Popmusik ist eher, wenn ich das so verkürzt wiedergeben darf, eine soziale Praxis. Wir dürfen sehr gespannt sein auf Ihren Vortrag zu Warhols Spielfilm Hedy, denn darin werden vielleicht diese Spannungsfelder zwischen dem Kino als kulturellem Format und der Popmusik zur Sprache kommen. Ja, vielen Dank für die Einladung und für diese Einführung. In der Tat wird es ein bisschen auch um Musik gehen heute, das aus gegebenem Anlass, denn das ist ja einer der ganz wenigen Filme von Warhols, in denen Musik eine Rolle spielt. Ich habe den Titel Andy Warhols Spielfilm gewählt, weil das zunächst nach einem Gegensatz klingen könnte. Denn das, was Warhol entwickelt hat, so eine weit verbreitete Vorstellung, ist ja eigentlich das Gegenteil von einem Spielfilm, von Spielfilmen. Seine Formate sind statisch und sie zeigen keine fiktiven Personen. Für einen Großteil seiner Produktion liegt die Pointe gerade darin,
Bitte? Das ist irgendein Wackelkontakt oder so, ne? Kann das? Ich bin zu nahe dran. Ah, okay. Okay. So, hört man mich überhaupt noch? Ja, das ist schon. Okay, okay, okay. Also, für einen Großteil seiner Produktion liegt die Pointe gerade darin, dass namentlich bekannte Personen als sie selbst auftreten, ja auf ihre Tauglichkeit als Schauspieler getestet werden, und dafür müssen sie ja erstmal als Personen eingeführt werden, die dann diese Leistung erbringen oder nicht erbringen. Das Material der Filme und oft auch ihr Gegenstand sind ihre eigenen Produktionsbedingungen, die Exzentrika-Produktionsgemeinschaft der Factory, aber auch die Behauptung, dass eine statische Kamera auch ohne jede weitere filmische Bestimmung das Bild eines Superstars zeigt, wenn denn nur die Persönlichkeit des gefilmten Menschen hinreichend super ist. Ein Spielfilm wäre in allen Punkten das Gegenteil. Er ist bewegt, sowohl die Kulisse wie die Einstellung wechseln und sind durch Schnitte oder Kamerabewegungen miteinander vermittelt. Die Personen sind fiktiv und die Qualität und der Erfolg der gefilmten Menschen hängt nicht von deren Persönlichkeit ab, sondern von der Fähigkeit, eine andere Person virtuos oder glaubwürdig und überzeugend zu vertreten. Dennoch gibt es nicht nur einen, sondern eine Reihe von Spielfilmen bei Andy Warhol, von denen dieser vielleicht formal gesehen derjenige ist, der sich am weitesten von den zunächst genannten Standards und auch den Vorurteilen über Warhol-Filme entfernt in die Richtung einer Spielhandlung. In der Zeit der Zusammenarbeit mit dem Autor Ronald Tavell, die von Dezember 1964 bis Mitte 1966 dauert und dann später noch einmal kurz aufflackert, entstehen unter anderem Harlot, Vinyl, The Life of Juanita Castro, Bitch, Kitchen, Horse, die Screentests Nummer 2 und Nummer 3, wovon Nummer 3 nie gezeigt wurde, weil die Person, die darin gezeigt wird, das später rechtlich verhindern wollte. Eine Person, die über Selbstmordversuche Auskunft gibt und im Laufe des Befragtwerdens durch Tavell, der offscreen Fragen stellt, diesem einen Eimer Wasser über den Kopf schüttet. Und schließlich Withering Sight, Tavells Verarbeitung von Andy Warhols auch wahrscheinlich wenig bekannter Leidenschaft für die Schwestern Bronte. Dies waren Filme, die allesamt ein Skript haben und oder spielfilmartige Komponenten. Meistens tragen die beteiligten Rollennamen. Es gibt so etwas wie eine Kameraführung, teilweise, und zwar in diesem Falle Hedy, was wir heute Abend sehen, von Warhol selbst übernommen. Und was mir besonders wichtig ist, zuweilen auch ein Soundtrack. Und der ist allerdings am ausgeprägtesten bei dem heutigen Film Hedy oder The 14-Year-Old Girl, der im Februar 1966 gedreht wird. Im selben Zeitraum, also 64 bis Mitte 66, entstehen aber auch viele Filme ohne Tavell. Und Tavell arbeitet seinerseits nebenher am Aufbau des Ridiculous Theater, an dem neben dem Regisseur John Vaccaro auch Jack Smith, aber eben auch Warhol-Darsteller wie Mary Voronoff oder Ondine beteiligt sind. Die Phase endet im Sommer 1966, ungefähr zu der Zeit, in der Chelsea Girls entsteht, an dem Tavell auch noch Skripts für zwei Episoden geschrieben hat. Hedy, und ich nenne jetzt nur noch von nun an die drei anderen Titel, unter denen dieser Film firmiert, nicht mehr. Diese wären The 14-Year-Old Girl, The Most Beautiful Woman in the World und The Shoplifter. Hedy habe ich also aus diesen zwei Gründen ausgesucht. Zum einen ist es der spielfilmartigste der Spielfilme. Er hat vier unterscheidbare Akte. Die auffälligste Demonstration von Veränderung und Inszenierung durch Kameraarbeit. Zum anderen hat er aber den am meisten ausgeprägten Soundtrack. In beiden Gründen steckt meine Faszination für die Zusammenarbeit jeweils eines merkwürdigen, antithetischen, männlichen Paares, von dem man beinahe sagen kann, dass es für Unvereinbarkeiten und Synthesen künstlerischer Praktiken steht. Beide Paare stehen wiederum in Verbindung mit zwei bis drei männlich-weiblichen Produktionspartnerschaften, die es zu managen, zu unterstützen und auch zu bekämpfen gilt. All diese Paare und Partnerschaften haben aber nur eine sehr kurze Lebensdauer. Und das ist, wenn man sich also näher mit der Warhol-Geschichte beschäftigt, eines der faszinierendsten Aspekte, in wie kurzer Zeit die Produktionen entstehen,
improvisiert, ein Charakter gewinnen, immer dichter werden, dann wieder zerfallen. Und ich möchte zunächst in die Lebensdaten dieser Partnerschaften einführen und dabei miterzählen, warum mir diese Daten wichtig sind. Danach spreche ich über den Film und schließlich über Sadismus und Dunklen Camp als ein Thema, das New York im Jahre 1966 für sich gefunden zu haben scheint, auch jenseits von nur der Factory. Edie Sedgwick und Andy Warhol, ich nehme an, von Edie Sedgwick war hier schon des Öfteren die Rede, Edie Sedgwick und Andy Warhol begegnen sich Anfang 1965 und trennen sich Anfang 1966, also nur ein Jahr. Das reiche Mädchen weigert sich Anfang 66 bei einem Restaurantbesuch die gemeinsame Rechnung für die ganze Factory-Entourage zu übernehmen. Weist darauf hin, dass sie zwar reich sein mag, aber schließlich Warhol mit ihr Geld verdient. Ronald Terwell trifft Warhol früher, und zwar schon Ende 64. Einen Monat früher, einen Monat bevor er Edie Sedgwick trifft. Nach dem Bruch zwischen Warhol und Terwell, der sich während der Dreharbeiten zu Wuthering Heights ereignet, die wiederum mitten während der Dreharbeiten zu den Chelsea Girls stattfinden, im Sommer 1966, in einigen Quellen auch schon etwas früher, kommt es nur noch zu einer kurzen Zusammenarbeit in Jail im Sommer 67. Nach dem Ausscheiden von Sedgwick möchte Warhol Ingrid Superstar als Nachfolgerin von Edie durchsetzen, was nicht zuletzt am Widerstand Terwells zwar nicht vollständig scheitert, aber doch stark erschwert wird. Terwell kann sie nicht leiden und schildert sie als analphabetische Prostituierte mit vollständig unkontrollierten Drogenproblemen. Warhol hingegen hält große Stücke auf sie und erinnert sich an sie in Popism als ein zartes Gemüt, das Gedichte schreibt. Tatsächlich nimmt sie ein ziemlich entsetzliches Ende. Als entmündigte, Vollabhängige lebt sie in einer Art Heim, rückt irgendwann im Laufe des Jahres 1986 aus und verschwindet spurlos. Ihre irgendwann wohl als Hauptrolle gedachte Mitwirkung in Hedy schrumpft nicht zuletzt durch Terwell auf eine von zwei anderen starken weiblichen Figuren flankierte Nebenrolle als Verkäuferin in dem Geschäft, wo Hedy ihre Ladendiebstähle begeht. Ingrid Superstar wird jedenfalls nicht das neue glamouröse Paar mit Warhol bilden wie vor ihr Edie. Stattdessen macht Warhol parallel einen weiteren Versuch, Edie zu ersetzen, nämlich mit dem deutschen Fotomodell Christa Päffgen, genannt Nico. Sie will aber nun nicht in erster Linie als filmischen Superstar lancieren, nein, er zwingt sie seiner anderen neuen Entdeckung, der Rockband The Velvet Underground, als Sängerin auf, was diese nur begrenzt zulässt und insbesondere deren Leadsänger Lou Reed nicht besonders begeistert. Auch das spielt jetzt alles in kürzester Zeit. Velvet Underground waren im Dezember 1965, Mitte Dezember 1965, erstmals von Warhol und seiner Entourage entdeckt worden. Nico war erst von Gerard Malanga Anfang 65 in London und dann von Warhol und Malanga Sommer 1965 in Paris aufgetan worden. Im Januar 66 zieht sie nach New York und wird eine feste Größe in der Factory. Noch im selben Monat, also im Grunde innerhalb von wenigen Tagen, wird sie Velvet Underground zugeschanzt und Warhol dreht quasi ein paar Tage später mit der auch sichtlich nicht begeisterten Gruppe eine Übungssession. Und daraus wird der Film The Velvet Underground und Nico, A Symphony of Sound. Nico ist in dem Film eher zu sehen als zu hören. Ihr Sohn Ari spielt allerdings mit, in jedem Sinne des Wortes. Und entscheidend ist der Moment, wo die Polizei die Session abbricht und als perfektes Publikum aus dem Nebenzimmer der Realität dem Quintett offiziell bescheinigt, dass es sich der Lärmbelästigung schuldig gemacht hat und also den Kunstrahmen überschritten hat. Mit Hedy landen wir nur einen Monat später wiederum, mitten im Interregnum. Die alte Königin hat abgedankt, die neue ist noch nicht intronisiert. Bei der Zwischenkönigin reicht es nur zu einer Nebenfigur. Die weibliche Hauptrolle wird stattdessen von einer bewährten Kraft übernommen. Mario Montez hatte schon zwei Jahre zuvor in Jack Smiths Flaming Creatures auf sich aufmerksam gemacht und auch schon für Warhol Ende 64 einen Hollywood-Star gespielt, nämlich Jean Harlow in Harlot. Warhols ersten Tonfilm und seine ersten Zusammenarbeit mit Ronald Terwell. Es scheint darüber hinaus, dass die Drag Queen von Warhol auch deswegen hier ausgesucht worden war,
weil er sich erhoffte, die Pause zwischen der Regierungszeit der alten Königin und dem Beginn der neuen mit nicht nur einer Person, sondern einem ganzen Ensemble von Akteuren aufzufüllen, das ihn eh interessierte. Es gab vor Beginn der Dreharbeiten von Warhols Seite wohl vor allem den Plan, seine neuen Entdeckungen, vor allem Ingrid, mit guten alten Bekannten aus dem Umfeld von Jack Smith zusammenzubringen. Und das war alles. Den Rest sollte Tavel besorgen, also zum Beispiel den Stoff. Jack Smith sollte auch selbst auftreten wie zuvor schon in Camp oder in Batman Dracula, aber auch noch viel früher in dem verlorenen Dokumentarfilm über Smiths Dreharbeiten zu Normal Love. Smith brachte einen Kumpan namens Arnold Rockwood mit, der hier auch bekannt ist als Uncle Patsy und der auch schon in Flaming Creatures mitspielt, der den grimassierenden Schönheitschirurgen mit deutschem Akzent in der genialen Eröffnungsszene darstellen sollte. Dabei kommt eine Lupe zum Einsatz, die sich dann später während auf dem Set ganz offensichtlich Jack Smith schnappt. Man sieht dann später häufiger mal Jack Smith um irgendwelche Kulissen herumschauen und hat dann diese Lupe in der Hand. Diese Lupe brauchen die Schönheitschirurgen, um Hedy Lamarr zu operieren. Warhol wollte neben Ingrid eine weitere Entdeckung, die dunkelhaarige, als weibliche Sadistin gecastete und spätere Peitschentänzerin Mary Voronoff einführen, der er erfolglos den Superstar-Namen Mary Might zu geben versuchte. Dagegen weigerte sie sich allerdings. Sie spielt die Polizistin, die Hedy Lamarr wegen Ladendiebstahls verhaften wird. Jack Smith als sogenannter Friend of the Court oder Friend of the Jury muss in seiner Rolle improvisieren, weil er mit seinem Einsatz nicht gerechnet hat und da nur noch sehr wenig Filmmaterial übrig ist, was ihm Tavel hektisch aus dem Off signalisiert. Und das verwirrt ihn erstmal, er muss nachdenken, aber dann fällt ihm schon was ein. Er interveniert aber eben auch schon in der Öffnungsszene und einige Male zwischendurch. Und Ronald Tavels Bruder Harvey Tavel ist in einer Person Staatsanwalt, Richter und auch sowas wie Henker. Nachdem Warhol die Darsteller lose festgelegt hat und außerdem eine neue Location in einem Stockwerk oberhalb der Factory klargemacht hat, ist es an Tavel, alles andere zu liefern. Er greift auf ein sehr frisches News-Item zurück. 2 Wochen vor Drehbeginn war die weltberühmte Schauspielerin Hedy Lamarr bei einem Ladendiebstahl erwischt worden. In den letzten Jahren, also von heute aus gesehen, den letzten Jahren, Jahrzehnten, haben sich ja recht viele Leute für dieses überaus abwechslungsreiche Leben begeistert. Damals war sie gerade in einem gewissen Karriere-Tief. 1933 ist die 19-jährige Wienerin in der ersten berühmten Nacktszene der Filmgeschichte in dem tschechischen Spielfilm Ekstase zu sehen. Später macht sie eine Hollywood-Karriere, versorgt die Klatschpresse mit einer rasanten Sequenz von Ehemännern, was hier in dem Film eine große Rolle spielt. Die 5 Ehemänner werden ständig erwähnt und sprechen auch als Zeugen in der Gerichtsverhandlung. Sie sprüht vor Intelligenz und entwickelt während des Zweiten Weltkriegs kryptografische Projekte. Gemeinsam mit dem Komponisten Georges Antheil arbeitet sie um 1940 daran, dessen Komposition für 16 mechanische Klaviere zu synchronisieren. Von Antheil kennt man in der Regel das proto-minimalistische Ballettmechanik und diese Komposition ist eine Weiterentwicklung davon aus den 20er Jahren. Und diese Verbindung zwischen minimalistischer Komposition und mathematischer Intelligenz im Warhol-Umfeld wird uns auch noch aus anderen Gründen gleich interessieren. Jedenfalls entwickeln die beiden bei dieser Arbeit das sogenannte Frequenzsprungverfahren, das im Zweiten Weltkrieg von der US-Geheimdiensten und Kryptographie genutzt wird und noch heute bei Wi-Fi, Handy und Bluetooth-Technologien vorkommt. Hedy Lamarr gehört auch, also das muss man vielleicht unter diesem Aspekt würdigen, dass von diesem Aspekt ihres Mythos und ihrer Person und ihrer Geschichte gleich in der Darstellung des Films gar nichts vorkommt. Im Gegenteil, also dass sie diese Person ist, die über mathematische Intelligenz verfügt, spielt keine Rolle. Hedy Lamarr gehört aber auch zum weiteren Kreis der 1940er Jahre Diven mit ihrem berühmterweise total symmetrischen Gesicht, das wird häufiger erwähnt, das interessierte Tavel auch sehr, wie unter anderem Maria Montez, die Tavel und Jack Smith verehrten. Auch das ist ein Grund, dass ihre Darstellung mit einer gewissen Natürlichkeit in den Zuständigkeitsbereich von Mario Montez fiel, der nach Jean Harlow später auch noch Lana Turner in More Milk Yvette spielen wird. Doch für Tavel gab es noch eine sehr spezifische Lamarr-Obsession, in dem, wie er sagt, rassistisch-kolonialistischen Drama
White Cargo von 1942, welches der junge Ronald im Kino gesehen hat, also der war damals 9, spielt Lamar eine Eingeborene, die den Mord an ihrem Ehemann mit Gift plant und diesem portionsweise Schierling verabreicht, sodass er nach und nach verfällt. Ein anderer guter Weißer stoppt sie, indem er sie zwingt, tödliche Mengen ihres eigenen Giftes zu trinken. Diese Sterbeszene mit ihrem eigenen Gift war es, die den jungen Ronald Tavell komplett begeistert hat und fertig gemacht hat. So sehr, dass er sie mit der Nachricht von dem, mit der frischen Nachricht von dem Ladendiebstahl zu einer Grotesken verfugte. Dabei bilden also die allerneuesten Boulevardnachrichten und die allertiefste Kindheitsobsession, vermittelt über den gleichen Hollywoodstar, gewissermaßen die Spannweite eines Pop-Gegenstands in der Phase seiner Erfindung. Oberfläche und tiefer Grund sind gleich weit entfernt von der konventionell kulturindustriellen Mitte der naturalisierten, vernünftigen Erzählung, quasi über einen Frequenzsprung. Hedy soll am Ende eines jeden Aktes, so wie einst die von ihr dargestellte eingeborene Tondelayo, einem störenden Zeugen den Schierlingsbecher reichen. Was aber weder Mario im ersten Akt noch die von Tavell gehasste Ingrid im zweiten richtig verstanden haben. Sodass Tavell irgendwann auf den Set kriecht, um Ingrid an ihren Gifttod zu erinnern. Warhol an der Kamera genießt die Erniedrigung, dass Tavell kriechen muss, und statt also das Kriechen zu akzeptieren als ein Versuch, offscreen zu bleiben, richtet er die Kamera auf den kriechenden Ronald. Und folgt ihm mit der Kamera und ihm bleibt nichts anderes übrig, meint er jedenfalls, als dann mitzuspielen. Er ist da immer derjenige, der am ehesten sozusagen noch die Form wahren will und der die Geschichten zu Ende erzählen will und auf deren Integrität beharrt und spielt dann schließlich selbst ein totes Opfer. Er bleibt dann da liegen. Später wird das unter anderem von Paul Morrissey, der da so eine Art Praktikant am Set war, oder einer ganzen Reihe von Filmtheorie als eine beabsichtigte Szene verstanden, als eine Szene, in der irgendwie der Autor etwas über seine Autorrolle mitteilen wollte, was Tavell eigentlich zurückweist. Die Musik, die man immer wieder hört, die dann auch immer wieder schweigt, neu ansetzt, spröde, tastend, dann und wann zu einem elektrisch verstärkten Drone ansetzend, dann wieder vom nervös pointillistischen Piano beherrscht, das zuweilen aggressive Cluster schlägt. Diese Musik stellt die in filmtheoretischen Sprache oder filmtheoretischen Redeweise geläufige Unterscheidung zwischen diegetischer und extradiegetischer Musik vor die vielleicht größte Schwierigkeit, die dieser Unterscheidung je begegnet ist. Zum einen ist sie in dem Maße, in dem dieser Film ein Spielfilm sein will, als extradiegetische Musik gemeint. Sie ist sozusagen nur aus handwerklicher Sloppiness im selben Raum aufgenommen worden, aber sie ist schon gemeint, als wäre sie Filmmusik im konventionellen Sinne. Wie eine solche konventionelle Filmmusik soll sie die fiktiven Ereignisse mit Vorschlägen zu deren emotionaler Überhöhung versehen und natürlich auch die Schranke der Künstlichkeit erhöhen, die Unterscheidung zwischen Fiktion und einer Alltagswelt stärken, in der es eben keine Musik gibt, die ohne erkennbare Ursache unser Handeln und Erleben begleitet. Zugleich aber ist sie eindeutig hörbar in derselben akusmatischen Zone entstanden, die Filmfiguren bewohnen, in denen die Filmfiguren sprechen. Die krachenden Klavierschläge, die John Cale zu Beginn abfeuert, sind erkennbar im selben Raum entstanden, in dem sich die Geräte der Dialogtonaufzeichnung befinden. Vielleicht im Nebenzimmer, aber doch eigentlich im selben Raum. Eine Art Live-Bühnenmusik, die aber non- oder extradiegetische Filmmusik darstellt. Der Eindruck, dass wir es hier mit einem verfilmten Theaterstück zu tun haben, der ja auch bei anderen Tavell-Warhol-Kollaborationen entsteht, verzichtet interessanterweise darauf, das Entscheidende an den meisten Theaterverfilmungen auszuschlachten, die Anwesenheit eines Publikums, aber ein Orchester ist anwesend. Und für den Inhalt des Films spielt dieses Orchester eine ähnlich interessante Rolle. Lou Reed, ein junger Literat und Musiker, verdient 1964 sein Geld als Lohnschreiber von Songs, die er im Büro der Billigplattenfirma Pickwick
wie am Fließband auf Aufträge hin schreibt. Dies ist damals nicht etwa eine neue, forcierte, sondern eine sehr alte Form kulturindustrieller Arbeitsteilung. Bei den Fließband-Songwritern der 28. Straße, der sogenannten Tin Pan Alley, war tatsächlich schon im 19. Jahrhundert der Charakter einer industriellen Arbeit gegeben. Im Zeitalter der für sich selbst sprechenden Greenwich Village Folkies ist dies eher eine anachronistische Form der Factory-Arbeit im Jahre 64. Einer der Aufträge, der im Jahre 64 verstärkt reinkam, weil das damals eine Form von erfolgreicher und auch billiger Popmusik war, lautete, einen Dance-Craze-Song zu schreiben. Also einen dieser Hits, die einen neuen Tanzstil kreieren und lancieren sollten und deren Text meist nur aus Anweisungen und dem lustigen Namen des Tanzes bestand. Boney Maroney, Mashed Potatoes, The Watusi, diese Namen wurden ja alle archiviert in dem bekannten Wilson Pickett-Klassiker Land of Thousand Dances. Reed denkt sich einen Tanz aus, einen sadistischen und oder masochistischen Tanz, den er The Ostrich nennt, den Vogelstrauß. Die Anweisung, die er gibt, lautet: Leg deinen Kopf auf den Boden und lass jemanden drauf herumtrampeln. And do the Ostrich. Lustigerweise wird The Ostrich ein Erfolg. Zu Reeds Aufgaben bei Pickwick gehört es, nicht nur die Songs zu schreiben, sondern auch sie einzuspielen mit anderen Angestellten. Sie wurden dann unter Fantasienamen von Bands veröffentlicht, die es nicht wirklich gab. Doch The Ostrich war so erfolgreich, dass Musiker benötigt wurden, die den Song live spielen und auf Tour gehen können. Es wird noch Ende des Jahres 64 eine Truppe rekrutiert, die aus dem Künstler Walter de Maria, dem Musiker, Mathematiker und Filmer Tony Conrad und dem walisischen Bergarbeitersohn und Dirigieraustauschstudenten John Cale bestand, dessen New York Debüt kurz zuvor im Jahre 63 von einer anderen Darbietung musikalischen Sadismus bestand. In der von John Cage organisierten 18-stündigen Welturaufführung von Erik Satie's Komposition Vexation oder Vexations übernahm er eine Schicht am Klavier. Und apropos Bergarbeitersohn, gab es da nicht noch einen anderen unter all den Akademikern unter Jeunesse Dorée? Genau, nämlich Andy Warhol selbst. Wir schreiben jetzt die ersten Monate des Jahres 1965. John Cale und Tony Conrad verbringen die meiste Zeit damit, mit dem Komponisten Lamont Young, dessen Ehefrau Marion Sasila und dem Multimedia-Künstler Angus McLeese in einem Quintett zu spielen, das sich Theatre of Eternal Music oder auch Dream Syndicate nennt. Zu fünft intoniert man sehr lange stehende Drones, sogenannte Bordun-Klänge, auf Instrumenten, vorwiegend Geigen, Bratschen, die entgegen der wohltemperierten westlichen Methode, Instrumente zu stimmen, rein, wie der Ausdruck heißt, oder natürlich gestimmt sind, also in ganzzahligen Frequenzverhältnissen zueinander stehen. Nicht so, dass alle 12 Tone untereinander in gleichen Abständen liegen, wie das in der wohltemperierten Stimmung ist. Interessanterweise heißt diese von einigen Anhängern und Vertretern minimalistischer Musik, als deren Begründer Lamont Young ja meist genannt wird, oft unter Bezugnahme auf nicht-westliche Musikkulturen bevorzugte Art zu stimmen, auf Englisch Just Intonation, was man dann auch mit gerechter Stimmung übersetzen kann. Wenn dann Conrad und Cale von Lamont Young kommen, nach 7-stündigen Sitzungen ewiger Traummusik über einen einzigen Akkord oder einen einzigen Ton, begeben sie sich ins Pickwick-Übungsstudio und schrammeln extrem primitiven Rock'n'Roll. Die frisch zusammengestellte Band für The Ostrich heißt dann auch The Primitives. Ein paar Wochen später nennen sie sich The Falling Spikes und schließlich The Warlocks. Und eine Fußnote der Gegenkulturgeschichte ist vielleicht die, dass am anderen Ende des Kontinents auch eine Band zur selben Zeit entsteht, die auch The Warlocks heißt und auch später unter einem anderen Namen sehr bekannt werden wird und eben das absolut andere Extrem, den Gegenpol innerhalb der Counterculture einnehmen wird, The Grateful Dead. Aber im Jahre 1965 heißen einmal The Velvet Underground und The Grateful Dead gleich, nämlich The Warlocks. Die New Yorker Warlocks haben inzwischen das Personal getauscht. An die Stelle von Walter de Maria tritt Angus McLeese, der ja auch mit Young musiziert hat, und Tony Conrad wird durch Reeds Schulfreund Sterling Morrison ersetzt, einem jungen Literaturwissenschaftler und Rhythmusgitarristen, der aussieht wie ein Biker. Wir wissen,
das, mittlerweile ist es Sommer 65, ein Basisrepertoire der Gruppe mit Reed, Cale, Morrison und McLeese bereits geschrieben und arrangiert ist. Die vier ersten Songs heißen All Tomorrow's Parties, Heroin, Black Angel's Death Song und Venus in Furs. Letzteres ist eine Vertonung einiger Szenen aus Leopold von Sacher-Masochs Venus im Pelz. Das scheidende Bandmitglied Tony Conrad schenkt seiner Ex-Band noch einen neuen Namen, den Titel eines billigen Taschenbuchs, auf dessen Cover eine Peitsche und glänzende schwarze Lederstiefel abgebildet sind, wie sie eben auch ihren Auftritt in dem Song Venus in Furs an prominenter Stelle haben, The Velvet Underground. Zu diesem Zeitpunkt besteht die Gruppe also aus zwei Personen, die von der Kunstmusik kommen und auch eine enge Beziehung zu bildender Kunst und experimentellen Film haben und Liebhaber langer stehender Drones in reiner Stimmung sind. Und zwei aggressiven, in Leder gekleideten Burschen, die stark von der Literatur, R&B und Rock'n'Roll kommen. Sterling Morrison wird später Professor für Literaturwissenschaft werden und Reed versucht immer wieder experimentelle Texte zu publizieren und widmet auf der ersten LP einen Song seinem Lehrer und Vorbild Delmore Schwarz. Cale und McLeese haben ein ästhetisches Ideal gemeinsam mit Young und Conrad entwickelt, das versucht, ganz gegen die Darmstädter Musikästhetik der 50er Jahre, auch ja im Grunde gegen die ganze westliche Komponiertradition, absolute Stasis zu erreichen. Ende der Handlung, Schluss mit Syntax, Aufbau, Konstruktion, stattdessen das reine, tiefe Stehen eines einzigen, ewigen Klanggebildes. Reed ist dagegen laut, schnell, beredt, witzig und aggressiv, ist in Bewegung. Doch gibt es merkwürdige Gemeinsamkeiten. Auch Reed stimmt sein Instrument unkonventionell und anti-westlich. Für The Ostrich hat er alle Seiten seiner Gitarre auf denselben Ton gestimmt, um die Primitivität zu steigern. Und während Cale und McLeese mit Cecilia Conrad und Young Dream-Musik spielten, hieß der Titel der bekanntesten Kurzgeschichte von Reeds Lehrer Schwarz, In Dreams Begin Responsibilities. Jetzt kommen ein paar Gigs zustande und McLeese findet es entwürdigend, Kunst für Geld zu machen. Er verlässt die Band. Er wird ersetzt von der Schwester eines weiteren Klassenkameraden von Reed und Morrison, der Schlagzeugerin Maureen Tucker. Während McLeese ein exotisches Ensemble aus indischen und afrikanischen Perkussionsinstrumenten bediente, klopft sie auf ein extrem abgewracktes Rockschlagzeug mit einer Snare und einer Bassdrum. John Cale sagt über das Kennenlernen und das erste gemeinsame Jahr mit Lou Reed, das Kennenlernen von Lou Reed, das erste gemeinsame Jahr mit Lou Reed, sinngemäß das Folgende. Er war ein extrem verletzlicher, unglaublich empfindlicher Junge, der sich durch extrem sarkastische Aggressivität eine Identität verschaffte. Dazu brauchte er eine fantastische Rhetorik. Er musste sehr gut mit Worten sein. Je besser ich ihn kennenlernte, desto klarer wurde mir, dass ich genauso funktioniere. Aber mit Worten bin ich schlecht. Nur wo er die Worte hatte, hatte ich die Musik. Als der andere an Stasis interessierte Bergmanns Sohn Warhol Ende 1964 Ronald Terwell kennenlernt, gab es eine ähnliche komplementäre Asymmetrie. Warhol wollte zunächst nur aus einem Grund überhaupt, dass in seinen Filmen gesprochen würde. Er hatte eine Tonfilmkamera. Die mediale Möglichkeit musste genutzt werden. Alles sollte ja immerzu produktiv sein und zugleich aber nichts. Also ohne Worte. Nichts Besonderes. Nichts, das der Rede wert wäre. Süßes Nichts. Velvet Underground hatten übrigens auch schon im Jahre 1965, bevor sie Warhol trafen und bevor sie von Nico etwas ahnten, einen weiteren Song fertig, den sie damals The Nothing Song nannten. Erst Jahre später auf dem allerletzten Album wurde er unter dem Titel Oh Sweet Nothing veröffentlicht. Jetzt aber gab es die Tonspuren, die musste man füllen. Nichts war nicht mehr genug. Und die Gegenstände der Filme waren ja aus der realen sozialen Factory-Welt. Eine reine Musikspur wäre nicht akzeptabel. Wer sollte die Dialoge schreiben? Warhol sah Terwell bei einer öffentlichen Lesung und war von dessen Produktivität begeistert. Die erkannte er daran, dass Terwell wahnsinnig viele wirre Papierstapel um sich herum aufgetürmt hatte. Warhol beeindruckte die Quantität. Diesem Mann würde man sagen können, schreib etwas für Mario Montes, Jack Smith und zwei neue Frauen, die ich entdeckt habe. Und er würde eine Zeitungsmeldung mit einer Kindheitserinnerung verknüpfen. Terwell tritt aber zunächst ebenfalls eine Art Live-Akteur in Erscheinung, etwa in Harlots Screen Test No. 2 und so weiter. Er muss performen, aber er performt ebenfalls von hinter der Kamera, genau wie die Musiker. Und er kann sarkastisch, aggressiv und sadistisch im Umgang mit denen sein, die vor der Kamera stehen. In dem Moment, wo ausgearbeitete Skripts vorliegen, ändert sich daran noch nicht viel.
Die Superstars sind nicht besonders gut im Auswendiglernen und haben oft dazu auch gar keine Zeit. Am 27. Januar 1966 wird Lamar erwischt. Mitte Februar 66 wird der Film gedreht. Am 3.3.66 ist Uraufführung. Terwell steht immer noch hinter der Kamera und gibt Zeichen und hat die Zeit im Kopf von den standardisierten Filmrollenlängen, die natürlich die nicht zu schneidenden Filmrollen noch hergeben. Er weiß, wie viel Nummer noch drauf ist. Insbesondere in diesem Fall, wo Worrell dafür nicht zur Verfügung steht, denn der ist ja Kameramann und davon absorbiert. Dezember 1965 spielen Velvet Underground im Café Bizarre als Velvet Underground. Die große Barbara Rubin, die Regisseurin von Christmas on Earth, dem neben Flaming Creatures anderen großen Orgienfilm des New Yorker Undergrounds, holt Gerard Malanga dazu und der hat dann Warhol. Obwohl wir wissen, dass Velvet Underground zu dieser Zeit bereits einen großen Teil ihres Materials für die SLP fertig haben, spielen sie weder in dem dann schon im Januar 66 entstandenen Film The Velvet Underground in Nico, A Symphony of Sound, noch in Hedy irgendeinen ihrer Songs. Stattdessen wird Mario Montes als Hedy einige Songs singen, unbegleitet von Velvet Underground. Musical Standards, I Feel Pretty aus der West Side Story. Die Velvets improvisieren in Symphony eher lustlos in einem arabisch-spanisch anmutenden Stil über große Sekunden oder kleine Terzen. Und Nico, wie ich das schon erwähnte, die andauernd im Bild ist, die erste Minute allein in Großaufnahmen, darf dabei nur ein bisschen auf ein Tambourin klopfen. In Hedy gibt es raffinierte Übergänge von Drones in melodiöse Momente, die ein bisschen die Funktion von Filmmusik imitieren. Terwell kennt Cale bereits, weil er Lamonte Young-Fan der ersten Stunde ist. Es ist möglich, dass er um Musik im Stile des Theater of Eternal Music gebeten hat. Er deutet in seinen Notizen zu Hedy so etwas an. Die statischen, arrhythmischen Bögen ermöglichen aber auch den Raum, in dem agiert wird und der so dunkel gehalten ist, wie Sie gleich sehen werden, einerseits mit einer Art psychedelischen Fledermaustechnik besser ermessen zu können, so wenn man weiß, was die Töne für durch den Raum so an was sie da so an Metern zurücklegen, das kriegt man dann so mit, dann weiß man auch ungefähr, wie groß der Raum ist. Andererseits wird der Raum dadurch noch unheimlicher. Von wo kommen die jetzt eigentlich? Wo sind die? Die Raumbasis der sich langsam herausschälenden Klanglichkeit der elektrisch verstärkten Instrumente wirkt dann wie eine Glasglocke, ein Gefängnis auf der eigentlichen ja Raumlosigkeit elektrischer Verstärkung, weil man ja nun gerade die Tonabnehmer direkt unter den Saiten angebracht hat, der E-Gitarre. Es ist aber auch möglich, dass wir im Laufe der Zusammenarbeit von dem Stasis- und Duration-begeisterten Cale und dem aggressiven Rhetoriker Reed, genau wie zwischen dem Stasis-begeisterten Duration-Piece-Künstler Warhol und dem aggressiven Rhetoriker Terwell, verschiedene Kompromisse oder vielleicht auch Synthesen erleben, die alle um die Formel des Sadismus gebaut sind. Wenn auch auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Sadismus auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Narrativ, dramaturgisch, performativ, inhaltlich. Zunächst wird er von allen, Warhol, Tavel, Montes, verehrte Star Hedy Lamarr, die große, intelligente Hedy Lamarr, gedemütigt und gequält. Zwar nur auf der Ebene des Plots und einer durchaus heiteren und zuweilen ausgelassen, ausagierten Weise, aber man darf natürlich durchaus auch an den genau ein Jahr zuvor gefilmten Screen Test Number 2 denken, bei dem Tavel aus dem Off und im Einverständnis mit Warhol Mario Montes direkt in peinliche Situationen zu bringen bemüht ist. Durch die Einführung von Polizei- und Justizplots wird das Thema der Bestrafung und Demütigung noch einige Male ausgespielt. Zugleich wird es erzählt und eine Fiktion integriert und damit auch wiederum ein bisschen gedämpft. Dann wiederum könnte man die Zirkularität der sadistischen Erzählung, ihre Tendenz eher einem sexuellen Skript zu dienen als einer linearen Erzählung und auf Wiederholbarkeit angelegt zu sein, eine Art Synthese zwischen Stasis und Erzählung finden. Die Erzählung ist eben in dem Maße dann eben doch keine Erzählung, in der sie nicht darauf angelegt ist, irgendwo hinzuführen, sondern nur Semantik zuzuführen, die für ein sexualisiertes Skript ein Ritual so entscheidend ist, dass zugleich auf Ewigkeit und Wiederholbarkeit geeicht ist. Die Semantik des Skripts ist dann Auslöser, aber nicht eben ein Auslöser, auf den man erst im Zuge einer Entwicklung hinarbeiten will, wie im Spielfilm oder wie bei linearem, höhepunktorientierten Sex, sondern sie soll lange und unerschöpflich zur Verfügung stehen. Eben 1000 Years, wie es in Venus in Furs heißt. Plot ist so zugleich Material für wie Widerstand gegen das sadistische Skript oder die sadistische Fantasie. Etwas Analoges kann man in der Musik der Velvets finden.
Die Drones und die Songkomponenten stehen 1965 noch nebeneinander. Venus in Furs, dessen Text von einem bereits erwähnten Klassiker des Sadomasochismus inspiriert ist, hört sich in dem Arrangement aus dem Sommer des Jahres 1965 noch an wie ein Greenwich Village Folksong. Im April 1966 bei den Aufnahmen zu der LP ist das ganz anders. Dort übernimmt John Cale die entscheidende Funktion, den Drone aus der Lamont Young-Zeit über die reingestimmte Viola nicht nur als Soundeffekt in den Song zu integrieren, sondern ihn komplett damit einzufärben. Er benutzt auch bei dieser Aufnahme die im konventionellen Sinne falschen, ungeeigneten Gitarrensaiten, die er auf die Viola gezogen hat, die aber für die reine Stimmung günstiger sind. Und er taucht die Erzählung des Region-Songs in die Duration-Ästhetik des Drones. Die Geschichte vom Sklaven Severin, der die Lederschuhe küsst, wird so in die Permanenz getrieben, von der der Sklave dann auch sagen kann, I am tired, I am weary, I could sleep for 1,000 years. 1,000 dreams that wouldn't wake me, different colors made from tears. Bevor er dann wieder die Stiefel schmecken muss, die Stiefel aus glänzendem Leder im Dunkeln. Auch Lou Reed spielt eine Gitarre, die auf dem Cover als Ostrich-Gitarre beschrieben wird, also eine, die entsprechend umgestimmt ist. Jahre später wird er sich in einem 60-minütigen Gitarren-Feedback-Aggression Metal Machine Music ausdrücklich auf die Musik von Lamont Young und den Tony Conrad-Film Flicker beziehen, also auf Kunst der Stasis und der physischen Beeinflussung. Kunst allerdings auch, die Reed durch seinen antagonistischen Partner John Cale kannte, den er 1974 boshafterweise nicht erwähnt. Cale wiederum, der sich nach weiteren recht unterschiedlichen minimalistischen Projekten wie The Academy in Peril und Church of Anthrax im Laufe der 1970er Jahre ganz von instrumentalen Kompositionen und Drones abwendet, schreibt dann plötzlich melancholische Songs, die denen nicht zu entfernen sind, die Reed unmittelbar nach der Trennung von Cale auf der dritten LP von Velvet Underground veröffentlichte. Eine Platte, auf der es auch das enorm ambitionierte Stück musikalisierter Experimentalpoesie The Murder Mystery gibt, in dessen Verlauf Reed 1969 genau die Klaviercluster produziert, die Cale am Anfang des Soundtracks von Heady 3 Jahre zuvor raushaut und die Sie gleich hören werden. Wenn Sadismus einerseits als Stoff und andererseits als performative Praxis die Synthese aus einerseits Drone-Stasis und andererseits Aggression-Drama herstellt, indem er die Erzählung als sexuelles Skript inszeniert, dann gibt es auch bei Warhol und seinem Kreis immer ein Verhältnis aus Stoff und performativer Praxis, das ebenfalls nicht friedlich ist, nichts von Angemessenheit wissen will und dessen einzige Versöhnlichkeitsmomente in der Komik bestehen. Dieses Verhältnis ist aber unterschiedlich organisiert. Gerade da, wo es wie bei Beauty No. 2 oder Screen Test No. 2 übergriffig wird, bleibt die Kamera relativ stabil, wird erkennbar eine statische Versuchsanordnung eingehalten. Während gegenüber der Ereignisstatik und dem meditativ-arabesken Psychedelia-Gedaddel in The Velvet Underground und Nico, A Symphony of Sound, die berüchtigten Peitschen-Zooms zum Einsatz kommen. Gegenüber der durch Fiktionalisierung einigermaßen eingehegten Szenerie in Heady wird Warhols diesmal persönlich geführte Kamera so hektisch und aggressiv, dass Tavel in seiner Erinnerung diese Warhols Kameraarbeit als die große Schwäche des Films erwähnt. Der Eindruck, den man heute bekommt, ist eher der, dass er mitmachen will, Warhol, dass es ihm zu ruhig, zu sprachbasiert zugeht, dass die Aggression, für die eigentlich Tavel zuständig ist, dass er die jetzt selbst herbeiführen will. Ähnlich wie bei dem Velvet-Film oder in der Choreografie der Exploding Plastic Inevitable Show, mit der die Velvets Warhol, Mary Voronoff und Gerard Malanga im Sommer 66 immer wieder auftreten und die mit einem Peitschentanz von Mary Voronoff und Gerard Malanga beginnt. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, auf Heady zu schauen, die weniger von den kollaborativen Gegensätzen und Synthesen in den männlichen Produktionscouples zu finden wäre, sondern auf die man von der Performance aus und ihren sadistischen Komponenten schauen könnte. Der Übersetzung oder auch Sublimierung der offenen Angriffe aus dem Off, wie sie Tavel Ende 64 und Anfang 65 noch gefahren hat, zu den interpersonellen Attacken zwischen den Darstellern und von den Darstellern gegen den Stoff. Ich beziehe mich ja gerne auf Leo Bersanis Formulierung, Camp sei ein liebender Mord. Camp-Rezipienten kaprizieren sich auf ein Detail einer massenkulturell produzierten Starperson, ein Detail, das nicht im Mittelpunkt der offiziellen Rezeption steht und das sie durch eine detailorientierte, fetischistische
oder als Backstage-Wissen auftretende angemaßte Vertrautheit in den Mittelpunkt ihrer Rezeption stellen. Sie lieben diese Person aber für etwas, für das diese Person zumindest offiziell nicht geliebt werden will. Es gibt aber auch einen dunklen Camp, der gleich die geliebte Person erniedrigen will. Eine verehrte Person in eine Lage bringen will, sehen will, die peinlich und verzweifelt ist, weil dies immer eine Körperlichkeit evoziert, die nicht kontrolliert ist und so eine Performance erzwingt, in der der Star, die Person, das Material erbringt, das sonst die Rezeption als Projektion hervorbringen muss. Das, was die Projektion sonst hineinsehen muss, die Camp-Rezeption, das liefern dann die verehrten Figuren, indem man sie in die Enge treibt. Natürlich stehen dem Publikum, dem Fan, solche Möglichkeiten normalerweise nicht zur Verfügung. Hin und wieder gibt es Exzesse von Fanübergriffen, die ungeschickt versuchen, sowas zu tun und dann aber auch manchmal was ganz anderes erreichen. Aber es ist eine Gemeinsamkeit von Warhol oder auch dem hier gerade thematisierten Fassbinder, die über die handelsüblichen Geschichten von sadistischen Film- und Theaterregisseuren hinausgeht, dass sie gerne Diven aufbauten, um sie wieder auseinandernehmen zu können. Dafür mussten sie diese Diven den von ihnen einst aus der Ferne verehrten Diven nachbauen. Deswegen sind Lana Turner, Maria Montes, Jean Harlow und Hedy Lamarr nötig, um als imaginäres Rezeptionsmaterial zu dienen, das dann in der eigenen Produktion zerstört werden kann, zu Reaktionen gezwungen werden kann, die die entsprechende Person von der Leinwand herunter nie bieten konnte. Trotzdem bleibt auch dieser obsessive Hintergrund, der in allen möglichen Nebenprodukten der Factory dann sehr ernst wird, im Film ein Spiel. Der improvisierte, brüchige, groteske Charakter des Zusammenhangs, der Zusammenbruch der Narration, auf die hier niemand großen Wert legt, selbst Tavel lässt damit sich reden, obwohl er meistens noch darauf insistiert, dass sie durchgehalten wird, führt schließlich noch zu einer anderen Synthese aus Drone und Song, Stasis und Brillanz. Und das ist die selbstbewusste Heiterkeit von Posen, die wissen, dass ihre Verfügung über das Attraktionsmaterial des Films, der Performance, nichts mit dem Beherrschen von Rollen und Stoffen zusammenhängt, sondern nur von der eigenen Wette auf diese Pose als dem Zentrum von Popkunst im Sinne Warhols. Sich niemals festzulegen auf den ernsthaften Versuch zu Schauspielern, noch jemals einfach man selbst sein zu wollen. Wenn Mario Montes berühmterweise immer darauf bestand, dass er keine Drag Queen sei, sondern dass er going into costume wäre, dann ist das Partizip Präsens, das going into costume, daran vielleicht das Entscheidende. Es ist ein Prozess. Man befindet sich auf dem Weg ins Kostüm, man kommt aber in dieser Warhol-Welt nie ganz im Kostüm an und findet allerdings auch, und das zeigen dann auch die meisten Biografien, nie wieder zurück in eine vermeintlich wirkliche Welt, die vor dem Kostüm bestanden hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie haben jetzt den Spielfilm, Hedy, ausgewählt für uns als Spielfilm. Und Sie sagen, es ist vor allem deshalb auch ein Spielfilm, nicht nur, weil wir da so rudimentäre Handlung haben, sondern eben, weil der Film einen Soundtrack hat. Und das ist ja eben das Neue und Interessante, dass Warhol hier nun auch noch das ins Spiel bringt. Und da möchte ich vielleicht gleich um einen Anfang zu machen, vielleicht nachfragen. Sie haben ja auch diese Sadismus-Thematik, also auch der Begriff des dunklen Camp ist gefallen. Also in diesem Zusammenhang haben Sie auch mit dieser Relation der Musik oder der Kontrastierung von sozusagen, mir fehlt da sozusagen Ihr Beschreibungsvokabular, also dieser Stasis, das war ein zentraler Begriff, also dieser vollkommenen Indifferenz könnte man, oder dieses sozusagen sich abtöten oder ewig sein wollen, sozusagen gegenübergestellt dem sozusagen der Aktion, der Action, der Melodie sozusagen auf der Ebene der Musik, wenn ich das jetzt mal so ganz einfach für mich übersetze. Jetzt haben Sie auch gesagt, Sie haben zitiert den Schreiber, jetzt ist mir der Name entfallen. Ja, Tavel habe gesagt, dass nun die Schwäche dieses Films nun darin läge, dass die Kamera ja so wild sich bewegt.
Wobei das ja nun eigentlich so ein imponierendes Element an diesem ganzen Film ist, dass man sich fragen muss, ist es jetzt ein gelungenes, ist es ein Experiment, mit dieser Kamera umzugehen, diese schlingernde Bewegung, dieses Verfehlen der Zentrierung, dieses sich verweigern dem Framing und also dieses Springen auch, diese wilden Zooms und Vertikalschwenks und wieder Abschwenks, also ohne zu fokussieren. Wie ist das im Verhältnis, ich habe mal versucht, darauf zu achten, wie, Sie hatten auch dazu was ausgeführt, wie ist das Verhältnis jetzt zwischen jetzt der Hineinnahme, die ja nur stellenweise stattfindet, also dieses Sounds zu dieser Kamerabewegung? Gibt es da eine Relation für Sie? Ist es sozusagen in Verbindung zu bringen, gestaltet? Oder? Ganz pragmatisch, die stehen nebeneinander. Und die stehen beide im Off und die sind in der Lage, also zu kommunizieren währenddessen. Und es scheint so zu sein, dass die eher auf Warhol reagieren als auf irgendwelche Dinge, die während dieser Handlung passieren. Es scheint so zu sein, dass sie bei dem, was Tavel für Aktschlüsse und Aktbeginn haben will, dass sie da eher aktiv werden als zwischendurch. Aber auch das ist nicht durchgängig so. Es ist also überwiegend so, aber nicht durchgängig. Und es gibt auch offensichtlich von Tavel eine Einflussnahme auf die Musik. Also der hat sich wohl gewünscht, dass es eher sozusagen diese von John Cale kommende Komponente ist, also die statische, die aus dem Drone-Minimalismus kommende. Aber Lou Reed ist daran auch stark beteiligt, was er dann seine Antwort darauf oder seine Interpretation dieses Auftrags ist dann die Feedback-Effekte und diese lärmigen Effekte. Und ja, ich glaube, dass sozusagen, wenn Warhol aktiv wird, wobei man ja sozusagen das Zoomen nicht direkt in einer so gestischen Weise sieht, wenn man neben ihm steht und musiziert, also diese Zoom-Stellen, da ist es, glaube ich, an der Stelle relativ am Schluss, ist es, glaube ich, eher so, dass Warhol auf die Musik reagiert. Aber ansonsten ist es öfter so, dass sie auf die Tatsache reagieren, dass er sich bewegt oder dass er mit der Kamera was macht, was sie als das erkennen können. Und dann würde ich sagen, gibt es auch die Anweisung oder die Suggestion, dass sie eben, wie gesagt, die Aktschlüsse und Aktbeginne, dass sie darauf reagieren sollen. Es ist aber so ja eher, dass das überhaupt, es sind eben nur die beiden, es sind nur Lou Reed und John Cale, es ist nicht die ganzen Velvet Underground, die daran beteiligt sind. Und dass also es dann außerdem noch den Punkt gibt, dass in der ersten Rolle das Klavier dominiert und in der zweiten das Klavier weg ist. Ne? Das heißt John Cale, ne? John Cale ist das Klavier. Der ist auch da später was anderes, der ist dann später auch der Bass, aber ja. Ja, das wäre die rein praktische Ebene davon. Ne? Ansonsten, ich meine, auch die grundsätzliche Entscheidung, die dabei zu haben und einen Soundtrack machen zu lassen, ist auf der Ebene, er hat jetzt eine Band und mit der muss er was machen. Und das ist genauso wie er hat eine Tonkamera und für die Tonkamera hat er zunächst mal ein Mann, der mit Sprache umgehen kann, der erste Mensch, der mit Sprache umgehen kann. Was soll er mit der Sprache machen? In der ersten Zeit, er soll sie aus dem Off einsetzen und mit den Akteuren sprechen. Später gibt es dann Skripte, beziehungsweise auch dann Anweisungen aus dem Off, wie mit den Skripten umzugehen ist. Dann findet er eine Band. Jetzt hat er eine Band. Was macht er mit der Band? Erstmal filmt er sie beim Spielen. Das ist das Erste, was er mit ihnen tut. Also wie gesagt, wie ich erzählt habe, 14 Tage, nachdem sie sich getroffen haben. Dann nächster Schritt ist, was kann man noch mit einer Band machen? Ja, man kann sie einen Soundtrack spielen lassen. Andere Möglichkeiten, einen Soundtrack herbeizuschaffen, einen musikalischen Soundtrack, gibt es sozusagen in dem Sinne nicht. Das wäre viel zu kompliziert, irgendwo den woanders produzieren zu lassen und überhaupt auch, was das dann bedeuten würde für die Hörbarkeit der Dialoge, irgendwas später im Studio abmischen, das gibt es ja alles nicht, kommt alles nicht in Frage. Also man hat jemanden, mit dem man das direkt machen kann. Gut, das passiert einmal und das nächste, was passiert ist, dass er die Velvet Underground einsetzt in diesem Film über Salvador Dali, wo die sich dann begegnen sollen und Hallo sagen das ist dann die dritte Ebene, das ist wie sind sie dann bei den Prominenten. Und dann der nächste Schritt
Schritt ist, dass er diese Multimedia-Show aufzieht. Und danach sind sie aber auch weg. Danach stehen sie nicht mehr zur Verfügung. Dann kommen sie nicht mehr bei Soundtracks und sowas vor. Dann, was ich aber auch heute erst durch Mark erfahren habe, gibt es auch Konzertfilme von Dee Warhol, von ihnen wohl in Boston gedreht hat. Das ist ein bekanntes Konzert für ihn gewesen in Boston. Ich wusste nicht, dass es davon Footage gibt, aber das ist dann außerhalb dessen, was man bislang kennt. Ne? Also ja, das Vinzenz Hilger? Mehr nur eine kurze Nachfrage dazu. Es ist ja schon auffällig, dass er richtig, also dass die Kamera richtig arbeitet. Im Unterschied zu früheren Filmen. Du hast sehr schön die Herkunft von Lou Reed aus der Tin Pan Alley und der industriellen Logik der Tin Pan Alley nachgezeichnet. Kannst du noch was dazu sagen, weshalb die Kamera hier so arbeitet? Naja, ich glaube, die Kamera ist durchaus auf ihre ganz eigene Art, arbeitet sie im Dienste der Narration. Denn sie überspielt ja also sehr oft Umbaupausen oder Umbausituationen. Irgendjemand muss von der Bühne geschleppt werden oder Tische und Stühle müssen hin und her getragen werden und tut das Gleiche auch wieder nicht. Denn in dem Moment, wo sie das tut, bleibt sie plötzlich an einem Kabelgewirr hängen und findet das Kabelgewirr interessant, das ja dann doch total offstagig ist, das zu zeigen. Oder man sieht dann eben doch, wie Stühle durch die Gegend getragen werden. Also es gibt immer so zu sagen, jetzt ist irgendwie Szenenschluss und ich fahre wo ganz woanders hin und durchmesse den Raum auch auf eine Weise, die eben nicht uns den Raum näher bringt und uns irgendwie möglich macht, dass wir ihn erkunden. Das ist ja, wie gesagt, interessanterweise eher die Aufgabe des Tons, sondern sie mystifiziert den Raum noch weiter, indem sie dann irgendwie nach oben fährt in die Vertikale, wo ja auch noch nichts zu sehen ist und vor allem der Raum nicht in Erscheinung tritt. Es wird ja, man erkennt ja nicht irgendwie, dass das Dach beginnt oder dass die Decke beginnt oder dergleichen. Ne? Und ich würde aber sagen, dass diese Peitschenzooms, die sind ja sozusagen schon eingeübt. Die gibt es schon als Effekte für so Momente von Steigerung oder Verfremdung. Die hat er ja schon in anderen Filmen vorprobiert. Also was wirklich neu an diesem ist, ist, dass er Szenen miteinander verbindet oder eben nicht verbindet, aber dass er eben zu der Verbindung der einzelnen Szenen, also zu einer narrativen Komponente, mit der Kamera agiert. Ne? Aber es ist eben nicht nur, um es mit Christian Metz zu sagen, es ist nicht nur Interpunktion, sondern es ist auch Drückage, also eine Bearbeitung des Bildes, was er da macht. Ja, es ist nicht viel, ne? Also es ist, glaube ich, es sind immer bestimmte, also ich lese es eigentlich immer so als bestimmte Impulse, in der Situation jetzt handeln zu müssen und sich die kontemplative Warhol-Art, dass die kontemplative Warhol-Praxis unterbrochen werden muss, eben durch die narrativen Dinge oder auch durch bestimmte faszinierende Momente, die sich abzeichnen könnten in einer Konstellation von Personen und wo dann klar ist, diese eine Person wird jetzt wichtiger als eine andere. Das ist dann, also das ist sehr auffällig, finde ich dann am Schluss, wo sozusagen Jack Smith die ganze Zeit hinter Mario Montez agiert und so eine zweite Hauptfigur wird der ganzen Zeit, so ein Kobold, von dem man nicht weiß, welche Funktion er hat. Also dass er da, als er dann dran ist, ist ja leider die Kamera vorbei, ist der Film alle und er soll dann ja sagen, also er sagt ja nur den Satz, she was noble and tragic and noble, ja. Er soll dann aber noch sagen, oder er hat auch gesagt, aber da war die Filmrolle zu Ende, she wanted to look like a 14-year-old girl, but she looked like a 40-something old hag. Und der Satz ist jetzt nicht mehr drauf. Ne? Aber das, ja, nee, also, ja. Ja, dieses Ende. Anderes Thema, aber.
anderes Thema, vielleicht nicht, aber nochmal zurück zu diesem Ende. Das war ja wirklich dann auch im Sinne der Leidensfähigkeit oder so. Also dieses Ende ist ja wirklich so ein Showdown, wo dann dieser Klangteppich dann anschwillt zu so einem Pfeifen und zu einem Störgeräusch, das sich ununterbrochen immer noch steigert. Und dann hat man ja dazu dann dieses Flackern, dieses Flicker, diese Bewegung der Kamera, die immer vor und zurück schnellt, sodass man gar nicht mehr fokussieren kann. Und dazu die Szene eigentlich der Entkleidung, ne? der Hedy. Ist das nicht Ekstase? Ist das nicht dass das sozusagen das Thema der Hedy, die eben fürs Kino Ecstasy verkörpert? Das wird ja auch gesagt. Ne? Was von Warhol dann sozusagen umgesetzt wird in die reine Apparatur. Also das wäre sozusagen wieder mein selbstreflexives, medienreflexives Thema. Ist es nicht dann, also wird dieses Ausmerzen, sagen von allem Organischen, von aller Körperlichkeit eben im Sinne dieser Stasis, so verstehe ich das, also als eine Apparat, als ein funktionierendes Apparat oder eben eine Dysfunktion, das geht ja dann sozusagen über alles hinaus. Nee, die Stasis steht ja nicht für Ausmerzen von Körperlichkeit. Die Stasis ist ja ein ganz wichtiger, ist ja eine Stärkung der Körperlichkeit. Also ist ja, also die Idee der Stasis in Minimalismus und ist ja eben gerade die Stärkung der Präsenz gegen die sinnlos gewordene Linearität serieller Komposition. Das ist sozusagen die Anti-Darmstadt-Geschichte. Ja? Das ist ja der Ursprung statischer Komposition. Und in jetzt meiner Konstruktion von sozusagen einer zweier Hälften, die sich synthetisieren zur sadistischen Erzählung oder zur sadistischen Zirkularität, da ist es natürlich auch eine körperliche Position innerhalb dessen. Und ich würde es auch nicht als Störgeräusch beschreiben, weil es ist ja ein sehr leckerer, voluminöser, aggressiver Klang, der ich im höchsten Maße genieße. Also ist ja die ganze Zeit auf die Stelle gefreut. Und während ich sagen würde, dass ich Hedy immer wieder entkleiden muss und dass die Filmtitel ja auch ständig erwähnt werden, das ist klar, ist eine Anspielung auf den Film Ekstase. Aber ich würde weniger sagen, dass es jetzt die Ekstase aus dem aus dem Film Ekstase ist, sondern dass es eben die ganze Zeit darum geht, den Star zu bestrafen für alles, was der Star genossen hat, konsumiert hat, die vielen Ehemänner, die Ekstasen, die und so weiter. Und das eben sozusagen diese sadistische Geschichte vollendet, dass man eben genau das, wofür man ihn eben da bewundert hat, dass man ihm das dann vorrechnet. Eine Gerichtsverhandlung, ne? Das ist eben. Und ja, klar, dass die Warholschen Peitschen-Zooms für Auspeitschen stehen, das denke ich auch. Ne? Das ist die, das, woran man da denken soll. Aber ich glaube gleichzeitig, dass das Anschwellen dieses Basstons und dieser Feedback-Komponente dabei, dass das auch für den Genuss daran steht, ne? Ausgepeitscht zu werden. Wir haben hier eine Frage von Rembert Hüser. Ja, ich fand sehr toll, was du gesagt hast, über dieses auf dem Weg zur Rolle zu sein. Mhm. Also das, oder immer unterwegs. Going into costume. Ja, going into costume, genau. Und der Punkt, den du ja dabei betont hast, ist, dass man eigentlich das Kostüm nie erreicht. Das heißt, man erreicht auch den Spielfilm nie. Das heißt, an dem Punkt würde ich auch die These von dir nicht ganz teilen, sondern ich finde den Film auf eine ganz tolle Art und Weise dokumentarisch. Und zwar, wo es mich interessiert, eben auch gerade dieses Going into Costume, also als Improvisation in der Gruppe. Also später die Sachen, die dann Kramer mit Ice und Pettibone machen. Also es gibt ja, die Leute sind ja immer auf unterschiedlichen Stadien auf dem Weg ins Kostüm irgendwie. Und das heißt, und weil es einfach diese unterschiedlichen Zeitlichkeiten gibt und weil es dann im Prinzip verschiedene Screentests zur gleichen Zeit stattfinden, passiert ja eine Form von Interaktion, die eben niemals im Spiel ankommt. Deshalb ist, finde ich, kannst du da irgendwie was zu sagen oder siehst du auch irgendwie eine dokumentarische Ebene? Ja klar, also eine Ebene, auf der man eben, und das ist ja eigentlich das ganze Thema bei diesem
strafenden dunklen Camp ist ja, dass man dem sozusagen rein ikonisch überstrahlten, glorienumstrahlten Star eine Körperlichkeit entlocken will, dass man ihn zur Körperlichkeit zwingen will, die er uns verweigert in dem Moment, wo wir ihn verehren müssen. Und das ist sozusagen die Rechnung, die er präsentiert bekommt. Und deswegen müssen wir ihn quasi auch aus dem Kostüm wieder rausholen. Deswegen werden auch die muskulösen Oberarme von Mario dann eben, wird da rangezoomt und gezeigt, dass was da unter den Handschuhen steckt. Und das ist eben halt, darum geht es. Ne? Aber das kann man natürlich auch nicht einfach so, es geht nicht einfach um eine Entkleidung oder Entlarvung, sondern es geht schon darum, immer im Zusammenhang mit dem Kostüm und immer im Zusammenhang mit der Glorie. Ne? Es geht nicht darum, die uns darüber aufzuklären oder so, dass die Glorie weg muss und dahinter ist auch nur ein Mensch aus Fleisch und Knochen, sondern das kriegen wir beides. Und letztendlich sind wir auch sozusagen zur Glorie gelockt worden, weil wir was von dem Körper wollten, aber er wurde dann zu schön und er musste dann wieder sagen, er musste dann in die körperliche Indexikalität getrieben werden, ne? Damit man ihn, damit man was von ihm als Körper hat. Ne? Henning, Engelke. Ich würde da gerne dran anschließen, aber dann noch eine Beobachtung auch vielleicht wiedergeben. Also ich habe das Gefühl aber, dass natürlich diese Rechnung mit der Körperlichkeit nie ganz aufgeht, weil das halt immer, und das finde ich schon ganz interessant, immer eigentlich in so einer Leere mündet. Also am Anfang diese Schönheits-OP, Mario Montez steht auf und was sieht man? Man sieht einfach nur das Weiß des Operationstisches und danach wird das ja auch ganz schön mit dieser Symmetrie irgendwie nochmal aufgegriffen. Dann schwenkt die Kamera nämlich nach oben, es wird schwarz. Und da ist auch diese Leere die ganze Zeit. Also irgendwie habe ich das Gefühl, und ich glaube, das weiß ich jetzt nicht, die Oricon, das ist eine Spiegelreflexkamera, oder? So, Wall hat schon gesehen, was er da filmt, ganz genau. Keine Ahnung, ich denke schon. Das ist ja so eine Nachrichtenkamera auch gewesen, da wird man wahrscheinlich sehen können, was man filmt. Und das geht immer ja auch, also natürlich geht es um Offscreen und Onscreen Space und so weiter, aber es wird immer, also gerade in diesem ersten Akt, den ich auch, also das würde ich auf jeden Fall teilen mit Ihnen, sehr stark fand. Und da wird eben, die Figuren werden an den Rand gedrängt und in der Mitte ist eigentlich nichts. Und dann fährt die Kamera hoch und da landet sie wieder im Nichts. Und was Vinzenz vorhin gesagt hat, natürlich verbindet das. Und es ist ja auch so eine Art von Montage in der Kamera. Und gerade am Anfang, da würde ich auch zustimmen, ist das total verwirrend. Man bekommt irgendwie so das Gefühl, man hat Räume, die aneinander geschnitten sind. Man weiß auch irgendwie, das ist ja alles in einem Raum, aber ist völlig desorientiert. Man weiß ja nicht mehr, wo ist er jetzt eigentlich dahin gefahren mit der Kamera. Sodass die Leere einerseits diese verbindende Funktion hat, aber trotzdem irgendwie für sich auch stehen bleibt und irgendwie dieser Körperlichkeit entgegensteht. Da ist einfach nur am Anfang ein leerer Operationstisch weiß. Man sieht die Leinwand, dann ist irgendwie nichts mehr, dann ist alles schwarz. Und das nimmt das Ganze ja wieder so ein bisschen zurück auch. Also nicht jetzt diese, also die Suche nach dem Index vielleicht schon, aber die Rechnung geht dann am Ende doch nicht auf. Ja doch, ich weiß nicht, der Index schon ziemlich präsent, also die sozusagen die wir sehen schon die ganze Zeit Körper was verursachen, aber was ich meine, dass das letztendlich nicht darum geht, Körperlichkeit zu gewinnen, es geht ja sozusagen eher darum, die uns bisher vorenthalten, dass uns bereits etwas vorenthalten war oder dass wir aber begehrt haben, das herauskommen zu lassen. Aber darum geht es auch nicht im Sinne von, will ich mal zeigen, sondern das wird ausagiert. Das ist nicht ein Programm, das man sich sozusagen vornimmt als künstlerisches Programm, sondern das wird ausagiert in einem gewissen Konsensualen, also alle Beteiligten kennen sozusagen oder die meisten kennen diese Idee oder kennen dieses Gefühl gegenüber Stars, gegenüber einer bestimmten Hollywood-Kultur, mit der sie aufgewachsen sind, speziell in den 40er Jahren. Also auf dieses Hollywood der 40er Jahre bezieht sich ja eher als auf das Zeitgenössische der Zeit, in der die Filme entstanden sind, also schon auf ein Kindheits-Hollywood. Und
spielen damit, also ohne irgendein Programm. Aber womit spielt man, wenn man sozusagen die Konstitution des eigenen Begehrens rekonstruiert, ne? Dann spielt man natürlich mit dem Verhältnis von Verkleiden und Entkleiden, ne? Aber es ist eben, ich würde nicht sagen, dass es dabei eben um einen jetzt um einen künstlerisch-programmatischen Ehrgeiz, um den Gewinn jetzt der Körperlichkeit geht. Das ist, und ich glaube auch noch was anderes ist, dass sozusagen die Leere, die Redundanz, die Stellen, in denen wir auf Requisiten starren, die eben noch gebraucht wurden und jetzt nur noch Requisiten sind, sind auch aber wieder so, das ist ja quasi das ist ja sozusagen Walls tägliches Brot. Das ist ja jetzt nicht die, das ist ja keine Entscheidung, sowas mal zu tun, sondern die Entscheidung ist ja überhaupt eher, dass die Tableaus in Bewegung geraten. Das ist ja das, was es bisher nicht gab, oder was es bisher eher weniger gab oder was eher weniger ausgearbeitet war. Juliane Rebentisch. Ich würde so gerne, dass du noch was sagst zu dieser komischen Scharnierstellung, die dieser Film hat, eigentlich auch in diese intermedialen Experimente, Exploding Plastic Inevitable, man irgendwie den Eindruck hat, also so wie du das beschrieben hast auch, und das fand ich ziemlich überzeugend, dass die Kamera zum Teil gar nicht mehr sozusagen im Dienste, schon gar nicht im Dienste des Spielfilms ist, aber auch nicht im Dienste von Tavel und nicht Tavel ersetzt, sondern tatsächlich sozusagen im Grunde genommen Verstärker wird von der Musik. Ob das gewissermaßen so vorwegnimmt, die Weise, wie der Film dann eingesetzt wird, auch projektionsmäßig in den irgendwie Konzerten, Velvet Underground und so. Also auch da, auch also diese verschiedenen Schritte sind ja alles Schritte entlang der Eroberung, also jetzt wirklich im allerbanalsten Sinne, was steht zur Verfügung, was für Geräte gibt es, der technischen Möglichkeiten. Und dass es sowas gibt wie moderne Lightshow, Diskothekenausrüstung ist ja etwas, was in New York in den späten Jahre 65 an verschiedenen Stellen aufkommt. Also es gibt, ich glaube, die erste so Disco mit, also Disco hieß es natürlich damals nicht, mit Lichtprojektionen und Lightshow-Geschichten und sowas, eröffnet im Jahre 65. Es war dieses Ondine, was nichts zu tun hat mit dem gleichnamigen Warhol-Darsteller, aber wo die auch immer viel oft hingegangen sind, dann dieses Café Bizarre. Und dass das eben wieder eine, ach, das gibt's auch, das kann man auch machen. Und dann habe ich hier diese Band und dann habe ich hier diese Möglichkeiten. Diese Möglichkeiten und als dann die Verhandlung beginnen nach der Aufnahme von der LP The Velvet Underground in Nico, die im April 66 aufgenommen wird, also die wird quasi einen Monat nach diesem Film beginnen, die mit den Aufnahmen, da gibt es ja Kontakte zur Schallplattenindustrie und damit zu einem Segment, also die Warhol auch direkt, teilweise direkt führt, und damit ist es zu einem Segment von Kulturindustrie, was er ja immer begehrt hat, größere Budgets, und wo er plötzlich an einem Punkt angelangt ist, wo er mit seinem Film noch nicht war. Und jetzt sozusagen kommt die Möglichkeit, auf der Ebene größere Formate zu bespielen. Und das wird dann die Exploding Plastic Inevitable, weil das ist sozusagen sowas wie Hollywood, aber in dieser anderen Kulturindustrie, in der beginnenden Musikindustrie, die ja auch gerade erst sozusagen eine Größe erreicht, wo sie so handeln kann. Das bricht dann eigentlich leider zusammen relativ bald, weil die Plattenfirma Verve die Mothers of Invention unter Vertrag nimmt und Zappa. Und die haben, glaube ich, sind sozusagen in dem gleichen Marktsegment angesiedelt. Und es stellt sich heraus, dass die auch sehr viel professioneller arbeiten und dass man mit denen mehr anfangen kann. Und es ist die gleiche Zeit, ist auch das Jahr 66. Und dann bringen sie die Platte Freak Out von den Mothers of Invention schon Ende 66 raus, während die fertige Velvet Underground erst Anfang 67 erscheint. Und dann verschieben sich die Präferenzen innerhalb von Verve. Und dann gibt es kein Geld mehr oder kaum noch Geld für,
für Velvet Underground. Dann ist sozusagen diese Idee, dass man da noch weiter expandieren könnte, weg. Aber und dann gibt es also eben nur diese eine Phase, wo sie mit Exploding Plastic Inevitable touren und wo dann eben auch die anderen Talente, die ihm so zur Verfügung stehen, Mary Voronoff und Gerard Malanga, den wir in diesem Film ja auch gesehen haben, von dem Tavel längst genervt sagt, der hat sich immer überall reingecastet, den wollte er nicht, aber der musste halt überall irgendwie sein Gesicht in die Kamera halten und nerven. Aber der musste da auch einen Job kriegen und das ist dann eben halt dieser gemeinsame Peitschentanz. Und dann kriegt Malanga eben auch einen Konkurrenten und das ist Jim Morrison. Und der sieht, der hat dasselbe an und sieht noch besser aus und dann ist auch das gefährdet. Es dokumentiert eine Geschichte, die dann irgendwie stattläuft vor der Kamera, aber die Kamera interessiert sich nicht immer dafür. Und in dem Sinn, das passiert sehr. Das ist eine sehr schöne Verbindung mit der Exploding Plastic Inevitable, wo dann später dann Warhol merkt, okay, dann Spielfilme können einfach hinter einem Band, nicht nur die Band spielt Live-Musik, aber die sind hinter dem und einfach. Aber eine Bemerkung, zweite war nur, in unserer Reihe, vielleicht war dieser Film der erste Film ist, wo man wirklich so eine Art Kamerabewegung sieht, könnte man denken, das ist das erste Mal, dass Warhol die Kamera bewegt hat, aber natürlich das ist fast 66 und er hat schon in 65 so Filme gemacht, wo er dann einfach an einer Handlung vorbeifährt, sozusagen um die Räumlichkeit, in der dann diese Handlung stattfindet, diese Geschichte dann zu untersuchen, so wie More Milky Vet, auch mit Mario Montez. Aber dann wollte ich nur dann anmerken, dass wenn man, was ich sehr interessant finde, in der zweite Akt, wenn man, oder zweite Rolle, ist, dass er doch, finde ich, in eine gewisse Weise aufhört, ab und zu die Geschichte vorbeizufahren oder an die Geschichte vorbeizufahren, weil er einfach fasziniert ist von, was man nichts anderes beschreiben kann als das Starbild von Mario Montez. Ich meine, man hat wirklich nicht nur Leere im Bild, nicht nur Entkörperte, nicht nur so bloßstellen, sondern wirklich stummfilmartige Starbilder, wo man wirklich von der wirklich lange einfach Mario Montez anschaut und dann zusammen mit Jack Smith, was auch, worüber man dann reden kann, lange, aber trotzdem wollte ich das nur anmerken. Es ist keine Frage, aber nur eine Anmerkung. Ja, trotzdem dazu vielleicht noch ein paar Sachen, also das finde ich eben, ich finde das ja auch, also ich finde, dass die, es muss immer wieder sozusagen konstruiert werden, dass Mario wirklich Hedy, Mrs. Lamar ist, aber eben auch Mario ist. Das ist eben sozusagen wirklich wichtig. Aber eben mit allem Starschein, den Mario zur Verfügung stellt. Es gibt ja, also Tavel denkt ja, wenn er erzählt, nicht an Film. Also er bezieht sich zwar auf Film, das ist auch Material, das ihn interessiert und er ist von diesen ganzen Sachen geprägt, aber er denkt schon in Theater. Also er denkt wirklich stärker in Akten, und zwar Bühnenakten, Kulissen und so weiter, darin, dass darin etwas stimmen muss, dass die eine bestimmte Dichte haben und dass dann Pause ist und dass es dann wieder losgeht. Viel stärker als in Montage. Ne? Tavel denkt nicht in Montage. Und Warhol muss sich sozusagen jetzt erstmal überlegen, wie er mit diesem doch eher theatermäßig erzählenden Tavel-Stoff umgeht. Dann gibt es eher einen Film wie eben den einen Monat vorher entstandenen The Velvet Underground and Nico, A Symphony of Sound. Da haben wir ja die Situation, dass, was jetzt die Kamerabewegung betrifft, dass wirklich die wie lange dauert er? 33 Minuten oder 66? 66, ja. Von den 66 Minuten sind 58 oder 55. Gibt es in dem, was wir sehen, in dem Bühnenaufbau, überhaupt keinerlei Veränderung. Die spielen vor sich hin, das ist alles. Und Ari krabbelt da so ein bisschen rum. Ansonsten sitzen die da so wie zu so einer Pyramide aufgebaut. Und man sieht,
dass Lou Reed auf der einen Seite, John Cale auf der anderen Seite ist, Dolly Morrison, Mo Tucker und in der Mitte Nico. Und da erzählt Warhols Kamera eine Geschichte. Ne? Warhols Kamera gewinnt aus diesem komplett statischen Ensemble eine Geschichte, die eben damit beginnt, wie am Anfang da Nico als der vollkommen alle überstrahlende Star steht und nichts macht. Und dann sieht man die verschiedenen sieben Zwerge, müssten es eigentlich sein, sind aber jetzt nur vier, wie sie dann der Reihe nach so ihre Verrichtungen an ihren Instrumenten machen, während die ganze Zeit derselbe Sound ist. Und da ist es sozusagen wirklich allein die Kamera, die was erzählt, ohne irgendeine Veränderung im sonstigen Geschehen. Dann tun die Polizei den Gefallen, vorbeizukommen. Was war das Letzte? Du hast drei Sachen gesagt. Du hast was gesagt über... Ja, das war jetzt die Antwort darauf. Das habe ich auch schon geantwortet, das allererste. Das Dokumentarische, ne? Nee. Ja, aber ich hatte noch eine Idee dazu, aber naja, egal. Ja, ich weiß es nicht mehr. Ich habe jetzt das Mikrofon, also sage ich auch was. Nein, ich wollte zu Mark natürlich ganz Warhol. Kurz sagen, dass, dass natürlich diese Kamerabewegung auch schon in Tarzan in Jane vorkommt. Und ich glaube, dieser Film nicht so einzigartig ist, wie immer dargestellt wird und rausfällt, sondern eben auch genau dieses Verpassen der Handlung und so kommt da ja schon vor, sodass man schon sagen kann, dass es auch vor Tavel schon solche Dinge gab, dass Leute reden und so. Und das also ist ja auch ein Tonfilm und... Nein, hinterher wird reingeredet, aber da fährt die Kamera auch schon dran vorbei. Das wollte ich ganz kurz anmerken. Und dann natürlich sieht man auch Figuren und Stars und so, aber man sieht eben auch Leere. Und ich finde diese Stelle mit Mario Montez und Jack Smith sehr interessant, weil sie eben doch statisch ist, so ein Bild eines, oder also Mario ist statisch und Jack Smith ist eben derjenige, der bewegt ist und man fängt dann schon auch an, auf ihn zu gucken, weil er eben mit den Augen rollt und diese wunderbaren Scherze da macht. Also so eine Doppelkomposition, eigentlich ein bewegtes Bild, ein statisches Bild. Naja, was die Einzigartigkeit betrifft, die Behauptung ist ja nicht, dass es einzigartig ist, sondern die Behauptung ist, dass es eine bestimmte Phase markiert und das, was für mich eine der wichtigsten Sachen überhaupt ist an der Warhol-Welt, vor allem an diesen zwei großen Jahren, 65, 66, ist eben, dass sie so aus so lauter ziemlich logischen und im Grunde genommen bei aller scheinbar unkonzentrierten Verspieltheit wirklich so Möglichkeiten und Konstellationen und Dispositive durcharbeitet und sich da sozusagen einen nach dem anderen und für mich ist das nicht ein Film, der rausfällt aus irgendeinem Oeuvre, das sonst anders funktioniert, sondern er ist ein Stadium. Er stellt den Beginn und ein Idealtypus vielleicht auch eines bestimmten Stadiums in dieser sukzessive Durcharbeitung von Möglichkeiten mit Medien und einer bestimmten sozialen Konstruktion von Leuten zu arbeiten daran. Apropos dieses Dialogs jetzt, könnte man nicht sagen, dass in dem Elvis, in dem ganz frühen Elvis-Film, eigentlich das schon ausprobiert wird, gegenüber einem lebenden, also in keinem lebenden Bild, sondern einem Tableau, ne? Also diesem Elvis-Bild, wo also die Kamera ja völlig... Ausstellungsdokumentation, Elvis at Ferris? Elvis at Ferris, ja. Also da wird ja eigentlich sowas, schon dieses Unverhältnis, ne, zwischen dem Gegenstand, ne, und eben der Kamerabewegung thematisiert, ne? Also dass ich hier in diesem Film auch so entfaltet finde, also wenn ich an diese Szene denke, wo sie ja unendlich lange einfach da sitzt und nichts tut und einfach nur Tableau ist, ne? Also diese Attitüden des Stars vorführt, ne? Also das kommt mir schon ähnlich vor, dass einfach, ich fand deine Formulierung jetzt sehr, das fand ich jetzt sehr treffend, also die Kamera, die an der Geschichte, oder man könnte ergänzen, am Bild vorbeifährt oder sich dann auch mal zentriert, aber dann auch wieder vorbeifährt und dann eigentlich
doch ein Making-of meint. Also für mich ist das einfach nichts anderes, nicht didaktisch, da verstehe ich schon, dass Sie sozusagen nicht sagen, es geht nicht um ein didaktisches Zeigen, aber eben um ein groteskes Zeigen des Apparats mit dem Bild darin, ne? den Sie doch, das Sie verkörpert mit den Männern drumherum und ihrer, also es wird ja eben Hedy Lamarrs Ladendiebstahl und ihre 5 Ehemänner und so, das sind sozusagen die ganze Star-Maschinerie drumherum, wird eben grotesk in diese Nicht-Diegese hineingezogen. Ich fand das jetzt gerade mal sehr gut klar formuliert, dass eben dieser Film keine diegetische Welt aufbaut, auch nicht im Kleinsten, also nicht für einen Augenblick, ne, eigentlich wirklich. Das finde ich jetzt nochmal ganz wichtig, das sich klarzumachen. Ne? Das ist eigentlich immer in dieser grotesken Vorführung, ne, von Konstruktion des Bildes, was zugleich als Gewaltakt, da finde ich das völlig überzeugend, dargestellt wird als gewaltsam, als eigentlich zerstörerisch und sozusagen das, was alles dazugehört oder dazu konstruiert wird. Mit dem Apparat zeigen bin ich insofern einverstanden, als das eben tatsächlich ja im wahrsten Sinne des Wortes zu verstehen ist, im Sinne von, guck mal, was der Apparat kann. Das ist in der Tat die Grundidee. Also der Apparat im weitesten Sinne inklusive der Leute, die mit mir zusammenarbeiten. Also es geht ja, die Grundfrage ist immer, was kann das Recording Device, was kann die Kamera, was können die Leute, die ich aufgelesen habe, was können die jeweils, was haben die, das sollen die zeigen und ich zeige, was das andere alles kann. Und wenn ich Ton habe, zeige ich, dass ich Ton habe, auch wenn ich sonst keinerlei künstlerischen Grund dafür habe. Es ist nie ein Programm im Sinne von, ich möchte als Künstler gerne das tun, sondern ich führe vor, was all diese verschiedenen Elemente der Welt, die ich mir da so zusammensuche, jeweils können. Und das ist sozusagen immer der Antrieb für die jeweils nächste Stufe, ne? Also für die Inklusion oder Einbeziehung weiterer Möglichkeiten. Also das auch die Tatsache, dass diese Musiker wohl können. Das ist ja, Warhol hat ja nicht das geringste Interesse vor 1965 an dem, was die musikalisch tun. Hat einmal ganz kurz, ein paar Jahre vorher auch, da war auch Tony Conrad und Walter de Maria dabei, auch mal überlegt, eine Band zu haben. Das wurde aber dann wieder aufgegeben. Und hat ansonsten sozusagen zu dieser ganzen Entwicklung, diesen ganzen musikalischen Ideen, die einerseits von Theater of Eternal Music und La Montaigne kommen und andererseits um Tony Conrad und andererseits eben von primitiven Rock'n'Roll, damit hat er überhaupt nichts zu tun. Er macht dann allerdings eine Beobachtung über das Neue der Rockmusik in der Zeit, will er dann auch durchführen an Velvet Underground und Nico, und das ist, man hört bei dieser neuen Musik nur noch Sound. Es geht nur noch um den Sound. Wenn ich Satisfaction höre, das ist das berühmte Zitat von ihm, dann bevor das erste Wort fällt, habe ich den Sound schon erkannt, und der Sound ist es, um den es mir geht. Ne? Wenn die jetzt diesen bestimmten Lärm machen können, dann sollen sie den machen. Aber es ist nicht, was das bedeutet, auch sozusagen in deren Geschichte, wie sie den entwickelt haben, wogegen das mal gerichtet war und wofür es in Zukunft sein wird, das ist ihm alles egal. Ne? Ja, ich glaube, die Differenz ist jetzt eigentlich nur, dass ich sozusagen dieses Zeigen des Apparats auch als Groteske, sozusagen als eine künstlerische Idee sehen würde und nicht sozusagen unternehmerisch, also als sozusagen das zeigen, was mir zur Verfügung steht. Ne? Also er macht es ja schon ganz bewusst. Ne? Also das kann er gut, also sich diese Mittel holen und alles wahrnehmen, seismografisch, und dann einspannen, aber für sein künstlerisches Ziel, das würde ich eben doch einfordern, dass man, ja, oder würden Sie das nicht sehen? Ja und nein. Hängt davon ab, was man unter künstlerisch versteht. Ich würde sagen, das ist eben, man muss ihn da schon so weit ernst nehmen, wie weit er sich sozusagen, sagen wir mal so, produktionsästhetisch, für die Art und Weise, wie er von einem zum nächsten kommen konnte, wäre jede Selbstverständnis als des Ganzen als künstlerisch ein Problem gewesen.
das wollte er sich gerade, so wollte er sich gerade nicht vorstellen. Das, was wir letztendlich, womit wir es jetzt zu tun haben, künstlerische Arbeiten sind, würde ich auch sagen. Und dass das sozusagen, dass es letztendlich künstlerische Leistungen sind auch. Aber auf der Ebene von der Entwicklungslogik der Produktion her, ist es, glaube ich, schon sehr ernst zu nehmen, wie sehr Andy Warhol sich geweigert hat, eine künstlerische Logik in dem zu erkennen und stattdessen im Grunde genommen den Factory-Gedanken im Mittelpunkt hatte und ja, also nicht, also ja, unternehmerisch, ja, genau. Mhm. Business Art. After Art comes Business Art. Ich verstehe nicht ganz Ihren so auf diese innere Logik des Apparates, aber des Apparates zielende Argumentation, wenn Sie sagen, ich weiß noch gar nicht, was man sich das vorstellen kann, in naive oder positivistische Art und Weise, dass Warhol sich eine Kamera schnappt und dann sozusagen macht er nur das, was die Kamera kann. Ja, das kommt mir irgendwie, also wie so ganz irgendwie flacher Positivismus vor. Er zeigt doch, die Kamera kann alles Mögliche, das ist klar. Sie kann etwas zentrieren, sie kann völlig dezentriert sein, sie kann etwas völlig Ausgeleuchtetes, korrekt, perfekt, technisch Ausgeleuchtetes zeigen, macht er in dem Film. Er kann plötzlich schwarz zeigen, er kann an die Decke gehen. Also das kann die Kamera alles. Das macht aber in gewisser Weise in der Summe dessen, was sie kann, eigentlich keinen Sinn mehr. Sie zeigt, in dem Film zeigt Warhol doch auch in gewisser Weise immer, im Gegensatz dazu und in der Spannung und im Widerspruch, und das fehlt mir ein bisschen bei Ihnen, was die Kamera alles nicht kann. Denn immer wenn sie etwas tut, und sie tut etwas, und sie trifft ja auch Entscheidungen, also es ist ja nicht ein lehrertechnischer Apparat, der sozusagen wie der Bedienungsanleitung jetzt von Schritt 1 bis Schritt 10 abspult, welche Fähigkeiten der Apparat hat, sondern indem er eine bestimmte Möglichkeit nutzt, werden ja auch immer notwendig andere Dinge negiert. Und da ist doch auffällig, dass er das in einer ganz auffälligen Art und Weise tut, wie Sie selber beschrieben haben. Also, dass er manchmal einen Szenenwechsel so filmt, dass der Szenenwechsel überspielt wird, ist ja richtig, aber dann hält er die Kamera auch wieder so, dass der Szenenwechsel genau sozusagen die Szene stört und die Handlung unterbricht. Also, das fehlt mir so ein bisschen, diese Spannung bei Warhol, dass immer, wenn er etwas tut, was die Kamera kann, macht er auch immer etwas nicht, was die Kamera könnte. Und diese ständige Wechseln von ganz unterschiedlichen Kamerakonzepten, das ich sehe, das fehlt mir so ein bisschen. Dass er ganz unterschiedliche Dinge mit der Kamera macht, die sich zum Teil völlig widersprechen. Weil Sie jetzt sozusagen schon ein Konzept von der Kamera haben als ein künstlerischen Mittel. Und wenn ich sage, der macht das, was die Kamera kann, dann meine ich einfach die Tatsache, dass wenn es eine Tonkamera ist, kann sie Ton aufnehmen, dass er dann Ton aufnimmt. Und alles andere ergibt sich aus anderen, ergibt sich nochmal aus anderen Fragestellungen, aus anderen Problemen. Die Einschätzung, dass das flacher Positivismus ist, da ist ja was dran. Warhol ist ja ein flacher Positivist auf einer bestimmten Ebene. Und als solcher, als das wäre er ernst zu nehmen. Nur es ist eben, er ist es eben gegenüber etwas, was sozusagen Positivisten, die Fakten sammeln und klassifizieren, normalerweise nie unter die Hände kommen würde. Er ist eben sozusagen ein flacher Positivist des dunklen Begehrens. Und das ist eben eine ganz andere Konstellation, in der sich sozusagen gar nicht die Frage gar nicht stellt, welche Künste und Entscheidungen fällig, weil es ist alles so wahnsinnig, was um mich herum passiert. Es ist alles so unglaublich, was an gigantischen Figuren da lebt und arbeitet und mit denen ich zu tun habe, dass die Idee zu kommen, dem gegenüber wäre es jetzt richtig, ein künstliches Programm zu verfolgen, gar nicht, das ist gar nicht die Gedankenwelt, die ist, ich würde auch nicht sagen, dass sie dokumentarisch ist, selbst das wäre schon sozusagen zu viel Programmatik, sondern sie ist sozusagen, will sich ganz ausliefern, ganz statisch, am liebsten passiv ausliefern, dem, was auf der anderen Seite natürlich durch dieses Passivsein inszeniert wird oder möglich gemacht wird. Das ist die großartige Welt von Andy Warhol. Und da ist es natürlich so, dass das ist der Erfinder des Screentests. Was ist der Screentest anders als, wenn Sie so wollen, flacher Positivismus? Die Idee des Screentests ist zu sagen, diese Person ist großartig. Man muss nichts anderes tun, als nur die Kamera auf sie draufhalten.
Nur registrieren, nichts weiter. Und das ist schon Warhol. Ja, ich glaube, wir können Sie jetzt. Wir wollen jetzt nach Hause gehen. Schon nach Hause. Wirklich? Schon. Also da ich keine Wortmeldung mehr sehe, dann danke ich nochmal für Ihren Vortrag und die Diskussion. Vielen Dank. Auch ich danke nochmal für den tollen Vortrag und auch für die Diskussion. Ich würde Sie gerne noch aufmerksam machen auf die nächste Veranstaltung in der Reihe, die am 5. Juni stattfindet und bei der Michael Lüthi die Doppelprojektion von The Chelsea Girls zeigen wird. Das beginnt schon um 18 Uhr. Merken Sie sich vor, reservieren Sie Karten und wir sehen uns dann. Kommen Sie gut nach Hause. Was? Lass uns einfach.